Die werden uns sowieso vorher raushauen. Eine Stunde. Heute findet in der Datei ein Turnier statt. Such am Morgen den Herold auf, wenn du teilnehmen möchtest. Ja, hast dich eh, also kannst du auch zu spät kommen. Genau, das ist sowieso, ne? Ist völlig wurscht. So, jetzt muss man mal... Hier haben wir noch so ein bisschen was an Nebenquests, wenn ich hier so hingucke. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Nahrung. Ich hätte hier eine vergammelte... Komm, die hau ich weg. Die riecht ja echt unangenehm. Ansonsten haben wir hier Scheinkleister. Wir haben ja gar nichts. Hast du? Ich kann einen Bettler nicht das Futter weghauen. Also irgendwas zu beißen wäre schon ganz, ganz nett, ne? Kurz hier ein bisschen wach werden. Moment. Kaffee gibt's ja nicht. Da müssen wir uns hier erstmal mit kaltem Wasser begnügen. So, hier liegt irgendwas Brauchbares rum. Ich will ehrlich gesagt nicht unbedingt irgendwo klauen, ne? Hier ist auch Zelte, wenn du da ein paar Groschen übrig hast, kannst du auch außerhalb der Stadt oben im Wirtshaus schlafen. Ja, nee, Wirtshaus. Ich weiß, die haben bessere Betten, da ist man ein bisschen erholter und so weiter, aber im Moment muss ich noch ein bisschen sparen. Das wird sich im Laufe des Spiels sicherlich ändern, ne? Wo wir dann so ein bisschen Kohle angesammelt haben. Aber im Moment gebe ich mich einfach mal als einer von uns, ne? Der gemeine Pöbel. So, na, ich bin mal gespannt, ob der schon ausgepennt hat oder ob wir den so jetzt sogar noch wecken müssen. So, also Pferd steht schon mal hier. Das ist doch der Fritz hier, ne? Ja, genau. Oh, ich hab ehrlich gesagt... Jagen gehen. Männergespräche, ne? Jagen. Jo. Jo? Hey, jo. Hier bin ich. Ich bin hoch erfreut. Hast du ein Pferd? Nein, Herr. Woher sollte jemand wie ich eins haben? Wohl wahr, höchstens ein Karrengaul. Nun, du wirst mir wohl wie ein braver Hund hinterher trotten müssen. Oh, I love him. In Ordnung? Kann ich mir eins leihen? Ich kenne die Antwort. Ich kenne eigentlich die Antwort schon. Es liegt einfach so, ja, in die Hand tätowiert eigentlich, ne? Versuch zwei, aber befürchte, nee, ne? Ich denke auch. Ich dir noch was trinken. Ausrufezeichen. Prost. Ich denke auch zwei. Aber Herr, vielleicht kann ich mir eins leihen. Oh, gewiss. Wieso nimmst du nicht meines? Oh, danke. Oder du läufst nebenher, wie es sich für einen Bauern geziemt. Möge Gott über dich wachen. Ach, und dann so ein Spruch. Na gut. Ja, das ist ein bisschen unpraktisch, ne? Ach, ich liebe es, ne? Ich mag diesen Typen nicht. Ich liebe ihn. Das ist so ein lieber Bursch, ne? So... selbstlos, so fürsorglich, so gebend. Er ermöglicht mir hier, nicht faul auf dem Gaul zu sitzen, sondern für meine Gesundheit. Gelapp, nicht Galopp. Du Bastard da hier. jetzt mach wohl noch hier. Also, ein bisschen zart vielleicht, wobei... Das Pferd hält die Geschwindigkeit in etwa wie ich. Jetzt geht's, okay. Ah.
Wann genau ist der Punkt, an dem wir ihm den Kopf vom Hals trennen? Ich... Hör zu, Schmied. Wegen der Sache in der Schenke. Ja, Herr. Hadusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Viel... vornehmer. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja, ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur... Als du diese Dinge auf dem Übungsplatz sagtest, Herr. Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize Grünschnäbel einfach gern. Und du hast mich auch vexiert. Warst frech zu Hauptmann Bernhard und wurdest dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue, selbst wenn es für meine Ehre ist, sitzt mir Hanusch im Nacken und straft mich. Wie jetzt. Ich wollte niemandem drohen. Das ist alles Schnee von gestern. Verderben wir uns nicht die Jagd. Ich sag mal so, das war bis jetzt das freundlichste Gespräch, was wir mit ihm hatten. Und es ist nicht ausgeartet in irgendwelche Pfeilchen. Die hast du übrigens nicht mehr im Lass Gesicht, Lass uns über etwas anderes sprechen. Ist das deine erste Jagd? Dieser Art? Ja. Safe Call. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du kein völliger Holzkopf bist, lernst du vielleicht etwas. Und wenn du es nicht völlig verbockst, nehme ich dich vielleicht wieder mit? Ein Knecht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterherzurennen ist nicht jagen. Sieh zu und lerne. Ich werde mein Bestes geben, Herr. Du wirst mal ein guter Politiker, ne? Völlig realitätsfremd. Oh Mann. Kien und nicht Knecht, genau, das ist ein Unterschied. Safe, Ausrufezeichen Safe gibt's sogar. Ich wollte dich etwas über Scarlets fragen. Ich weiß nicht, ob... Herr, ich weiß nicht, ob das ein passendes Thema für einen Jagdausflug ist. Noch jagen wir nicht. Ich möchte etwas von jemandem erfahren, der wirklich dort war. Die Kumanen griffen Scarlets an und... Alle, die nicht flohen? Das sagen sie alle. Ich möchte genaueres wissen. Ist das wirklich nötig, Herr? Wieder eine Diskussion mit dem Adel? Du scheinst ein kleiner Rebell zu sein. Nein, keineswegs, Herr. Es ist nur... Also, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Verstehe. Also muss ich dich zuerst abfüllen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Dann finden wir es heraus. Es gibt da ein nettes Plätzchen nördlich von hier. Dort schlagen wir unser Lager auf und du kannst mir alles erzählen. Wie du wünschst, Herr. Und nicht trödeln. Suchen wir vor Einbruch der Nacht dorthin zu gelangen. Ja, du hast ein Pferd, wir wären schon lang dort, du Held. Hättest du mir einen Gaul gegeben, ne? Oder vergiftet dich? Ja, ja. Aufgabe abgeschlossen. Ja gut, das haben wir nicht abgeschlossen, das haben wir einfach ignoriert. Gewinne das Turnier, wenn du kannst. Was? Was? Ach so, ja, gut. Hier schlagen wir das Lager auf. Überschneidend, ne? Überschneidend. So, das sieht hier schon sehr nach Lager aus, okay. Wisst ihr was? Hans, du machst das mal, ne? Ich setze mich so lang. Du kannst es doch. Du kennst dich hier aus, du bist hier zu Hause. Oh, hier gibt's was zu essen. Hans, warte, ich... Hol mir Wein und Speck aus der Satteltasche. Wein und Speck. Was hast du in der... Okay. Ob wir ihm einfach den leeren Humpen dann hinstellen? Du hast Speck erhalten. Hole Wein. Aufgabe aktualisiert. Wollt ihr nicht jagen? Das ist jetzt Zielwasser. Was ist mit dir, Heinrich? Mein Pferd... Schon dabei, Herr. Na, endlich. Was hat denn der hier für ein Problem? Sag mal. Übergeben, genau. Wir übergeben uns direkt. Ja. Willst du gegen...
So. Na, wie gefällt dir der Jagdausflug? Super. Gut. Aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratai rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Lass mal wie ein Jagdunfall aussehen, genau. Was ist mit deinen Eltern? Womit vertreibst du dir die Zeit? Ah, gut. Was werden wir jagen? Und ich habe keine Erfahrung. Wollen wir in ein Gespräch verwickeln? 3, 2? 2 wollen wir nicht wissen. Okay. Das ist eine andere Geschichte. 3. Was werden wir jagen? Meinst du? Der ist eh nur eingeschnappt, wenn du 1 machst, und vor der 2 habe ich Angst. Bestimmt eine Falle. Ja, man muss immer das Positive im Menschen sehen, aber bei Hans, ich weiß nicht. Bei der 4. Was werden wir jagen? Kumanen. Was? Kumanen? Aber... Wenn du dich sehen könntest. Vollends Schwarze. Wir werden sehen, aber ich hätte gerne einen Keiler. Zumindest einen. Und ein paar Hasen, hm? Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert. Also erzähl mir von Scarlets. Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. Lotti, schlaf gut. Schönes Wochenende, beziehungsweise nicht Wochenende. Wir hören uns ja dann morgen, ne? Oder sehen, lesen uns oder wie auch immer, ne? Dankeschön. Ich will nicht darüber reden. Er gibt nicht auf, ne? Ah, bei dem bin ich echt vorsichtig. 1. Lass mich in Ruhe, Alter. Na gut. Also ganz ehrlich, ich tendiere aktuell so ein bisschen hier runter zu. Vielleicht hat der ja doch irgendwo ein Gewissen, und wenn er hört, dass wir jetzt einen Hund zum Beispiel verloren haben, dann reagiert er vielleicht anders. Ich habe keine Ahnung. Er soll den Sabbel halten und seine Hasen jagen. Das, gut, wir haben einen Bogen, wir hätten aber nicht viele Pfeile, ne? Arsch bleibt Arsch. Ich will wirklich nicht darüber reden. Ruf verschlechtert. Um mein Wild zu apportieren, hätte ein Hund auch gereicht. Meine Eskorte ist verpflichtet, mich zu unterhalten. Also rede. Wie du wünschst, mein Herr. Dann sind wir doch drin, ne? Das war, ja gut. Vielleicht kriegen wir ja doch noch ein Pferd. Das war so meine Hoffnung. Dass ich ihn kam, war ein Wunder. Es gab nichts, was ich tun könnte. Meine Eltern wurden beide in Scarlets getötet. Vor meinen Augen. Die Kumanen schlachteten meine Freunde und Nachbarn ab. Und es grenzte an ein Wunder, dass ich entkam. Das tut mir leid. Aber sag mir eins. In der Schenke hört man das. Sigismund auf einem Drachen ritt? Die Kumanen Hörner und Hufe haben? Verzeih mir, Herr, aber für mich ist Scarlets keine Abenteuergeschichte, die man in der Schenke erzählt. Schon gut. Ich verstehe. Ach, wie dem auch sei. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja, Herr. 2. Ah, wir haben einen Zeitversatz drin, ne? Stream hinkt so ein bisschen hinterher. Sorry. Was ist das? Das hat doch nichts mit Speck zu tun, was du hier hast. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Das würde ich als Schuhbürste vielleicht durchgehen lassen. Oh, Jagdpfeil. Das ist schon mal sehr nice. Ob ich das einfach rausnehmen kann? Weil es ist ja nicht stehlen in dem Moment, oder? Das ist ja nehmen. Rustikaler. Kraft 37. Warte mal, muss ich ganz kurz... Ach, es ist derselbe. Ist derselbe. Okay, dann haben wir nichts gekonnt. Dann nehmen wir auf alle Fälle die Jagdpfeile mit.
oder? Warte mal, hier gibt's doch verbesserte. 10 Stück ist auch nicht viel. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal ein Quest ist, dass wir das... Ich mach's halt, ja, bevor wir losmachen, räume ich die Truhe nochmal aus, ne? Nicht, dass wir das hatten wir ja schon mal, ne? Dass ich vorher schon mal irgendwas mitgenommen habe. Und dann haben wir es letztendlich gebraucht. So, können wir mit dir jetzt nochmal quatschen? Der Gibt's? Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Er selbst. Da wäre noch was. Herr? Nicht jetzt, Schmied. Spar dir das für morgen auf. Alles Gute. Alles Gute. Wünsche ich dir auch. Prost. Darf ich ein bisschen was von deinem Wein? Ja, gut, ich frag gar nicht erst, ne? Ja, dann... Da hoppelt ein Hase. Das Jagen machen wir morgen. Vielleicht treffe ich auch zufällig... Ja, der Hund kann nichts dafür. Werden wir wohl schlafen müssen, ne? Heute wird nicht mehr viel passieren. Oh Gott, da müssen wir aber lang pennen. 9 Stunden schlafen? Verschenkter Tag eigentlich, ne? Das ist mehr, als ich in der Woche kriege. Schön. Also nicht schön, aber you know. So. Mitternacht. Gefühl zumindest. Ich meine, wir hätten jetzt können noch so ein bisschen erkunden, aber mitten in der Pampa. Ich meine, hier gibt es überall was zu entdecken. So, wollen wir den mal aufwecken? Nee, ich hab Kohldampf wie Sau hier. Ich esse erst mal was. In den Topf gehen. Ach, es ist gar nichts mehr drin? Oh nee, ich hab Kohldampf. Was können wir denn hier noch? Können wir hier irgendwas kochen? Schirmling. Bist du schmackhaft? Machen wir eine Pilzsuppe? Ich hab keine Ahnung, ob der giftig ist. Zur Not hauen wir es einfach rein und lassen den Hans einfach mal kosten. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, ich weiß. In den Topf geben. Ich muss probieren. Ah nee, wir können nicht kochen. Ringelblumenaufguss. Der bringt Gesundheit. Sattheit 5. Das kannst du eigentlich knicken. Das macht hier einfach bloß speichern, ist klar. Eigentlich hat beim Schlafen den Mund offen. Einfach mal so ein bisschen drüber träufeln, meinst du? Sattheit 2. Geht nicht. Ich hab's versucht. Ich weck den Dicken gleich, ne? Also, alles gut. Vielleicht hat der ja noch irgendwas, was wir kochen können. In der Truhe, meinst du? Irgendwas Trockenes. Ja! Sattheit 2, super. Sattheit 4. Komm, meine. Dörrfleisch, das bringt eigentlich Sattheit 6. Das ist sogar noch bei... Oh, 10! Oh! Machen wir so, ne? So, dann einmal hierin. Nahrung. Sattheit 6. Na gut. Ja, dann hier, ne? Lasse dir und so. Gönne dir. 72, 78. Jetzt können wir hier noch so ein paar Schirmlinge trocken.
Obst. Why not? Jetzt fresse ich die Schirmlinge doch selbst, ne? 2, 4, 6. Muss reichen. Muss reichen. So, hier können wir mal gucken. Hier gab es doch bei den Werten Vitalität, haben wir hier. Dickes Blut. Bei einer Blutung verlierst du nicht so schnell Blut. Das ist schon mal ganz cool. Marathonläufer. Ja, wir haben kein Pferd mit. Du spurtest 20% langsamer. Das ist nicht gut. Verbrauchst dabei über 20% weniger Ausdauer und kannst somit länger spurten. Nee. Schnell wie der Wind. Du spurtest 20% schneller, verbrauchst aber 20%. Das ist alles so. Das ist alles komisch irgendwie. Gefällt mir beides nicht. Also ich will schon schnell rennen, ich will aber auch weniger Ausdauer verlieren. Also dementsprechend mache ich erstmal dickes Blut. So. Dann machen wir weiter, dann werden wir wohl doch mal aufwecken müssen. Herr Hans. Aufwachen. Zeit aufzubrechen. Bist du verrückt? Es ist noch dunkel. Ich dachte, wir wollten früh aufstehen, Herr. Früh bedeutet bei den ersten Sonnenstrahlen. Sonne, du Tölpel! Soll ich mir etwa im Stockdunkeln den Hals brechen? Schlaf weiter, verflucht. Gott behüte dich. Der kracht sich echt wieder hin, ne? Der haut sich echt wieder hin. Oh, diese Motivation. Hat er noch was in den Satteltaschen? Jetzt, wo er pennt? Eine Hundegebell heißt meist nichts Gutes. Oder weist auf irgendwas hin, ne? Bilde ich mir zumindest ein. Was haben wir denn hier? Hier steht ein leerer Eimer rum. Hier steht. Oh, hier, genau, ne? Mit dem Ding peitschen wir da raus. Sie würden ja gleich nochmal ansprechen, ne? Sag dich doch. Arsch bleibt Arsch. Mach mal das Pferd los. Soll ruhig mal heimlaufen. Ey, komm, ich quatsch den jetzt nochmal an. Sorry. Herr, aufwachen. Zeit aufzubrechen. Es ist schon später. Bist du verrückt? Es ist noch dunkel. Ich dachte, wir wollten früh aufstehen, Herr. Früh bedeutet bei den ersten Sonnenstrahlen. Sonne, du Tölpel! Soll ich mir etwa im Stockdunkeln den Hals brechen? Schlaf weiter, verflucht. Das machen wir jetzt einfach so lang, bis der seinen Bogen zieht und uns, na? Ach, jetzt gehst du schon hier rüber? Ach, jetzt haut er sich hier drüben. Oh Gott. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da ist der Tiger. Ach, Mann. Ich kann da jetzt nicht nochmal pennen. Wie lange will denn der? Das kann nicht die Uhrzeit sein. Der kann nicht bis. Ey, wie viel Sonne will denn der noch haben? Auch noch Angst vor der Dunkelheit, ne? Das ist ein ganz, ganz, ganz tapferer. Hier ist nichts los, ne? Ach ja. Hey Zwerge, oh, hey Zwerge. Ein Hase. Männer allein im Wald, ne? Ach! Es ist erwacht, ich werd verrückt. Wartest du? Der Herr will auf die Jagd gehen. Ach, wirklich? Ein solch namenhafter Jäger benötigt Hilfe? Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Oh, keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt. Oh, und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Du kannst dich gern bedienen. Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat. Gewiss, Herr. Vielleicht war ich etwas vorschnell. Gewiss, Herr, natürlich. Selbstverständlich, Herr Hans. Ha,
Bald wird dir das Lachen schon noch vergehen. Aber gut verbessert. Und jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätzchen und will nicht, dass du sie mir wegnimmst. Ich hol mir mal hier ein paar Jagdpfeile raus, ne? Können wir eigentlich alles... Nee, den wobei, wir könnten es verkaufen. Das ist ja kein Diebstahl in dem Moment, ne? Come on. Ach, warte mal. Nee, stopp. Aha, da war noch was. Gewicht. Quatsch hier. Wir müssen ja auch noch ein bisschen Platz lassen für die 30.000 Hasen, die wir jetzt gleich erlegen. Hust. Ich lass den Sachsen lasse ich mal hier. Den Knüppel. Ich weiß nicht. Ich habe nicht dafür unterschrieben, oder? Den können wir eigentlich auch hier lassen erstmal. Fackel haben wir auch zwei. Ist aber jetzt nicht so gravierend vom Gewicht her eigentlich. Ja komm, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Die Summe macht's dann im Gesamten. Lass ich mal eine Fackel hier. Das lassen wir hier. Rüstungstechnisch haben wir alles angelegt. Die Schuhe sind immer noch kaputt. Ja, wer soll sie ganz gemacht haben? Brandwein. Ringelblumenaufguss, okay. Sonstiges Groschen. 20 Dietriche haben wir. Gib mir Kisten. Warte bis zum Morgengrauen. Abgeschlossen. So. Le Boggen. So, ich schleiche mich mal hier so ein bisschen, ne? So, wir müssen Hasen finden. Ja, der absolute Clou, der wollte ja auch noch irgendwie einen Keiler haben, ne? Ja, der absolute Clou, wenn wir noch einen Keiler legen würden. Bist du ein Hase? Du bist ein Hase, ne? Der ist ja hier. Nee, das ist kein Hase. Das ist alles, aber kein Hase hier. Erstmal hier so die Spur der Hasen ausmachen. Wo ist mein Pfeil jetzt hingeflogen? Aber der ist, ja, gut, wir haben ja genug, ne? Jetzt brauchen wir nicht mehr ganz so drauf achten. Das ist ein bisschen schade. Ach, hier war gerade was. Warte. Nee, das war die Salbei-Dings hier. So, okay. Hase. Hasi. Schleichen eventuell. Ja, ich will erstmal so ein bisschen vorankommen. Ja, wie es vorhin war, da haben wir ja die Hasen schon mal so ein bisschen vorab gesehen. Okay, Hund bellt hier drüben. Hier aber mal eher hier in die Richtung des grünen Schildes, weil ich glaube, das ist neu aufgeploppt. Bis jetzt haben wir noch nicht einen, ne? Hier ist doch. Warte mal, hier war ein Hase. Hier ist einer. Mal sehen, ob ich ihn treffe. Oh Gott. Okay, das war schon mal nichts. Jetzt mal einschießen hier. Der zittert ja wie sonst was. Oh, das war überhaupt nicht. Ich muss tiefer zielen. Nicht so zittern. Ja, ist ja gut. Ich muss näher ran. Gott, das ist gar nicht so einfach. Ich muss Bogenschießen leveln. Dass wir hier. Muss Bogenschießen löffeln. Dass der hier nicht mehr so zittert, das ist ja grauenvoll. Hasi. Echt jetzt? Du willst mich doch. Genau zwischen der Augen. So, warte mal, den Pfeil, den können wir mitnehmen. So, plündern.
Nehmen wir mit. 10 Hasenfleisch, oh Gott. So, mehr können wir hier nicht, ne? Ziel Wasser rüberschieb. Ist ja gut. Ich habe nie behauptet, dass es Pro-Gaming hier auf diesem Kanal gibt. Genau wegen diesen Fails seid ihr doch hier, Mensch. So, Hasi. So viel kannst du nicht auftreiben. Wie der rechts unten. Wer ist denn rechts unten? Wer ist denn rechts unten? Also. Laborix, das musst du mir mal kurz erklären. Learning by doing, genau, ne? Ist ja auch so, man skillt ja hier nach und nach, ne? Sprich, das Handling des Bogens wird auf alle Fälle besser werden. Im Moment ist es einfach bloß noch im Eimer. Interessanter Ort. Hasi! Hasi. Ey, komm, der war doch nicht so verkehrt, oder? Ich hab den eigentlich getroffen hinterm Busch. Der Hase hat den Pfeil bloß wieder ausgespuckt. Wo ist er denn jetzt? Das ist kein Hase. Ach, hier! Schön gemütlich, ne? Ich hab bloß noch den weißen Hintern gesehen, hier, wie er hier hinterm... Hier unten ist er. Oh, das gibt's doch nicht. Oder? Haha! You see it? So, wir haben 2 Hasen. Mich würde mal interessieren, wie viel jetzt der werte Herr Hansa. Ob das unfair ist? Wie viele Hasen zählt ein Reh? Ich frage für einen Freund. Aufgrund von Gewichtsfragen, aufgrund von Gewichtsproblematik, so rum, lasse ich das mal lieber, ne? Übrigens ist es durchaus hilfreich, hier mit so einer klapprigen Rüstung rumzurennen, ne, auf der Hasenjagd. So, hier ist der nächste Bunny. Mal sehen, wie nahe der rankommt, wenn ich mich jetzt hier hinter dem Baum verstecke. Ich bin ein Baum. Oh Gott. Im letzten Moment hat er wieder weggezogen. Wumm. So, das nehmen wir alles mit. Ja, ganz viel Glück haben, finden wir irgendwo diesen Pfeil noch, aber ich... Gott, will ich das hier wirklich suchen? No. Oh, Rehe? Ich bin echt gewillt, dieses Reh mit zu killen, ne? Da ein Reh, aber das... Wenn wir auf Hasenjagd gehen, ich weiß nicht. Wilderei war ja nicht unbedingt gern gesehen im Mittelalter. Deswegen weiß ich nicht, ob das unter Wilderei fällt, wenn wir zur Hasenjagd gehen und mit Rehfleisch zurückkommen. Ich könnte mir vorstellen, das ist nicht unbedingt so gewollt. Mit wem macht der Hans denn rum? Der ist jetzt selbst auf Bunnyjagd. Warte mal. Oh.
shit, jetzt haben wir ihn aufgescheucht. Oh, es hängt! Es hängt! Es hängt! So, wo ist denn der Pfeil hin? Ja, nehmen wir mit. Und den anderen, den können wir, denke ich, mal vergessen, ne? Ich suche jetzt hier nicht nach jedem Pfeil, das ist mir jetzt so ein bisschen zu nervig. Wir suchen Hasen, wir brauchen viele, viele Hasen. Ich laufe mal weiter hier in dieses. In Richtung dieses Grün. Aber hier ist Waldrand. Okay, das Grüne hat auf alle Fälle nichts damit zu tun, wenn ich mir das hier so angucke. Okay, ich gehe zurück. Ich. Schau mal ganz schnell, was die Questlog sagt. Ne? Wie viele Hasen wir jetzt letztendlich. Ob es da eine Vorgabe gibt. Also, so 2-3 Hasen sind hier schon. Hier gibt es irgendwo Fliegen. Gucken wir mal hier, warte mal. Questlog. Jagdfieber. Misst dich mit. Ja. Danke. Also Hasen. Je mehr umso. Ne? Was ist denn hier los? Hier ist eine Hasenkolonne. Oh, der war daneben. Der war Treffer. Wo ist der andere? Oh nee, der ist daneben. Der geht weit daneben. So, warte mal, dann nehmen wir erstmal den hier aus. So lange dauert es ja nicht. Pfeil habe ich, okay. Der andere Hase. Hier drüben rennt er. Rennt, naja. Oh, er kommt mir entgegen. Ein sehr entgegenkommender Hase. Jagen. Ach, ein Träumchen. Stufen-Update. Oh. Mit welchen Pfeilen schießen wir jetzt hier eigentlich? Einfach mal so, ne? Ja, Pfeile, das ist mir klar. Langstreckenpfeil, das ist ja Blödsinn. Wir brauchen den Jagdpfeil. Jetzt habe ich den weggeschmissen, oder? Nee, ausgerüstet. Passt schon. Et? Bin gerade etwas irritiert. Ausgerüstet. Langstrecken. Ach, wir können immer bloß. Alles klar. Alles klar. Jagdpfeil. Ja. Jagdpfeile brauchst du. Deswegen habe ich nicht getroffen. Nee, natürlich ist es besser. So. Das sind die ganz großen Hasen, die Ohrlosen. Oh, Millionen Rehe hier, ne? Erspähte er hier drüben einen Hasen? Nee. Ich bin trotzdem optimistisch. Okay. Ich renn mal hier weiter, ne? Bringt ein Reh etwas? Ja, ist Hasenjagd. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das dann gehandelt wird. Ich meine, man kann das Spiel ja auch komplett anders spielen, ne? Indem man sich mit allem und jedem anlegt, einen Ruf überall unter aller Sau genießt. Dementsprechend wird es natürlich auch schwer, die Quests dann zu machen. Aber Wilderei war schwierig im Mittelalter. Also ist es heute auch noch, aber damals hat man keine Gliedmaßen verloren, ne? Heute. Warte mal. Heute. Also ganz ehrlich.
oben hat mir die Stelle besser gefallen. Hier unten sind ja gar keine Hasen mehr. Oh, jetzt habe ich gequatscht. Wo kam der Hund her? Hier sind keine Hasen mehr, ne? Oh, kaum sage ich's. Ey, du willst mich doch rollen. Oh, nächste Stufe, danke. Brauche ich ganz dringend. Schau einfach mal, nee, Minze wollte ich nicht. Ich wollte genau hier den Jagdpfeil wollte ich noch mit aufsammeln. Okay, der Hund bellt aus dieser Richtung. Und es sind Milliarden Rehe unterwegs. Gutes Thema. Wir haben 84, also 85 Kilo. So viel Platz ist nicht mehr im Rucksack. Hier im grünen Hasen jagen ist, glaube ich, ein bisschen kontra, ne? Aber mich interessiert, warum der Hund hier drüben gebellt hat. Ich watschel mal hier rüber. Aus dieser Richtung war es ja irgendwo, ne? Haben wir hier noch einen Hasen? Doch. Der Entfernung. Zehn Hasen später macht Keen hier einen auf Sniper-Elite. Oh, nee, echt. Also so richtig rund ist, läuft das hier noch nicht, ne? So, nimm mit hier das Zeug. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Hasen werden immer dicker, ne? Wir holen immer mehr Fleisch raus. So, gibt's denn noch irgendwelche Pfeile, die ich hier von verschossen habe? Bestimmt. Los, wo sind sie? Lassen wir lieber. So, hier drüben ist der nächste Hase. Ich habe keine Ahnung, wie viel der Herr Hans schon hat. Der wäre so eine Übersicht, ist ganz nice. Aber woher soll man es wissen, ne? Der ist ja irgendwo anders. Da müssen die Hasen schon zum Jäger. Janni! Kommen schon aus Mitleid. Aber guck mal, wie der zittert. Das ist gar nicht so einfach. Die Richtung habe ich ja, die Höhe habe ich bloß noch nicht so richtig raus. Hier ist ein Pfeil, nimm ihn bitte. Ich sehe ihn. Jetzt. So. Hasi, Hasi, Hasi. Yeah. Eieieiei, das war doch schon fast Betrug. Ey, komm. Der hat doch schon ein zweites Po-Loch. Jetzt haben wir ne. Schön, ist es geglitten. So, den Pfeil. Krieg ich den irgendwie hier? Jetzt, hier war er. Hier war er. Den nehmen wir mit. Stecken hier noch mehr Pfeile. Normalerweise müsste hier noch ein ganzer Pulk stecken. Oh.
Hund wird lauter, ne? So, den nehmen wir noch mit. Und dann habe ich keine Ahnung, wie spät ist es denn eigentlich hier? Weil es hieß Mittag, noch eine Stunde. Wir müssen echt noch eine Stunde jagen. Beziehungsweise, oh Hilfe, eine Stunde. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Echt, ich brauche mehr Hasen. Ich brauche Jagdgebiet entdeckt, Wildschweine. Wollt ihr nicht einen Keiler? Herr Hans, ich habe ihr Jagdgebiet entdeckt. Ich fürchte auch, dass Hans sich wieder hingelegt hat. Ich denke auch, ne? So wie der gemacht, pennt er wieder. Oder wird gejagt. Den Keiler würde ich schießen. Einfach bloß, um zu zeigen. Möp, möp. Du hast vielleicht drei Hasen mehr, aber ich habe das Wildschwein. Ich schwöre die Treue. Cody, vielen Dank für deinen verschenkten Sub an Laborex. Jetzt mal anständig hier. Cody, dankeschön. Und Laborex, viel Spaß mit den Emotes und allen Vorteilen eines Kinianers. So, wo kommt das Hundegebell her? Ich neige immer so ein bisschen dazu, Richtung Hund zu rennen. Obwohl ich im Realen eher der Katzentyp bin. Hier lauer kein Sub. Was denn? Was ist das denn? Echt mal, ne? Ah, cool, ich denke. Oh, hier ist wieder. Hier ist Hasenflotte. Oh Gott. Den ja ganz schön verrissen. Einfach nicht hingucken, ne? Einfach nicht hingucken. So, hier waren aber noch. Hier, was ist denn hier los? Oh, guck doch mal hier. Das ist ja Bunnyhausen hier. Was ist denn hier los? Oh Gott. Und ich treffe die bloß nicht. Ey. Setze ich den Punkt auf den Hasen? Geht er zu tief? Setze ich den Punkt oben drüber? Geht er meilenweit oben drüber? Nee, das war ein Verriss von mir, sorry. Der Pfeil ist am Hasen abgeprallt. Oder was ist das hier? Was? Ich habe gerade meine Schulter überholt. Oder steht hier jemand hinter mir, der mich die ganze Zeit verarscht? Nee. Oh, wir sind überladen. Hier ist der nächste Hase. Ja, wie jetzt? Okay. Ey, die sind hier wirklich... Die springen hier... Nee, das, ich muss höher halten. Das gibt's doch nicht. Ich lern's noch. Ich lern's noch! Den habe ich nicht gesehen, wo er hin ist.
Asi. Komm zu Papa. Die haben dich beide verarscht, ja, ja. Ach, und jetzt rennt er. Bleib hier. Ich hab noch ein paar Jagdpfeile, hoffe ich. Es ist eh abgeschlossen, komm. Wir laufen jetzt wieder zurück, ne? Also, es ist so deprimierend. Aber wir haben ein bisschen Bogen gelevelt. Mann. 7 Pfeile, oh Mann. Ach, du hast doch noch mitgezählt. Oh nee, sag es doch nicht im Chat. Dann fällt es doch auf. Ja, Bogenschießen müssen wir noch ein bisschen häufiger machen. An sich ist Bogenschießen schon ganz nice, aber... Ja, ne? So, jetzt muss man irgendwie hier wieder runter. Guten Tag. Wie war die Jagd, Herr? Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Zeig her. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Sollte es nicht ein Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns richtiges Wild jagen. Ach Mist, wir hätten sollen wirklich erst da runter. Ach nee. Na gut. Aber hey, der war noch beschissener als ich. Sag mir das, ne? Das sagt mir das. Sieben plus. Nochmal 2, ja, 7 Pfeile und Hasi lebt noch. Heinrich, Tierfreund. Aufsatteln, lass uns jagen gehen. Aufsatteln, warte, wuff, bleib hier. Ich muss, nee, kann er nicht auf dem Hund, du bist ja gut. Aufsatteln, du Held. Jetzt haben wir mal ein Pferd gegeben. Du bist überladen. Jetzt wo du sagst, sollten wir vielleicht... Können wir hier... Was kann man hier lassen? Das wiegt nichts. Warte mal, bei den Waffen... Also ein so einen Bogen können wir hier lassen, auf alle Fälle. So, das würde ich gern mitnehmen. Der verbesserte Jagdpfeil... Mitnehmen. Jagdpfeil... Es wiegt nichts. Es wiegt einfach nichts. Das Schild könnte ich hier lassen. Das ganze Hasenfleisch. Ja, rein theoretisch, ne? Nahrung, aber das wird schlecht. Könnten wir kochen. Oh Gott, das ist ja wirklich hier. Meine Güte. Kohlen für Hasenfleisch wir haben. Le Wahnsinn. Schaufel. Brauchen wir nicht Schaufel? Eigentlich auch nicht mehr, ne? Die nimmt 4 Kilo weg. So, und in diesem Moment sind wir nicht mehr überladen. Das Hasenfleisch lasse ich drin, das können wir noch kochen. Oder verkaufen, oder was auch immer. Warte mal! Meister, wart doch mal auf mich! So, der ist irgendwo hier drüben. Ich nehme mal die Luftlinie, ich renne hier einfach mal in Richtung... Ah! Vielleicht finden wir noch irgendwelche Pfeile hier. Da muss ja der ganze Wald, muss hier eigentlich von Pfeilen gespickt werden. Ich denke mal... Ich habe nicht auf die Hasen geschossen, ich wollte bloß Fallen auslegen, ne? Weil die können jetzt nirgendwo mehr hin, ohne sich zu verletzen. Brauche ich sie bloß da einsammeln. Hier, wo ist er denn hingeritten? Mensch, ich musste doch noch was wegwerfen. Der ist doch sonst nicht so schnell. Oder kommt der hier noch angeritten und ich bin einfach wieder mal viel zu schnell hier, viel zu weit vorausgerannt?
Hat sich doch ja, der hat sich nochmal hingelegt. Die Stelle hatten wir schon, ne? Genau. Hier liegt aber auch nichts, ne? Können wir nichts. Doch, öffnen. Öffnen, wir können hier. Da wollte sich jemand wohl einen Tee kochen. Nimm alles mit. Nee, Gewicht, 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 Gewicht. Das müsste aber markiert sein, die Stelle. Auf der Map. Na, wenn wir hier mal gucken. Na gut, hier ist Wildschweingebiet. Kann ich meine Statue mal hier weg? Interessanter Ort ist hier am Fuß irgendwo. Ne? Das ist markiert auf der Map. Also würden wir dann wiederfinden. Oder zur Schweinesuhle. Der muss irgendwo hier, muss er doch sein. Meine Vermutung, Hans legt sich mit einem Keiler an und Heinrich muss ihn verarzten. Ich habe die Verbände mal mitgenommen. Hier vorne ist das Pferd. Ich habe ein Pferd. Die Hunde sitzen hier. Wo ist Hans? Sieh her, eine Sohle. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust, verstanden? Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Langsam und leise. Folge Hans. Das ist meine Entfernung, lass mich. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Sieh zu und lerne. Oh ja, siehst du? Verdammt, bin ich gut. Schnauze! Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Pfeil erlegen, solltest du... Scheiße! Ihm nach! Tschüss! Tschüss! Aufs Pferd, Heinrich! Dieses Schwein entkommt uns nicht! Wir sehen uns! Ach, schön!